So. Mal das so was, wo wir uns gerade dran setzen könnten. Ist eigentlich alles in place, was da sein soll. Tiere wollen halt nicht spawnen auf dem Gras. Naja. Ich glaube, da muss man aber auch ein bisschen weiter weg sein. Das Den kann sein. Minenkram können wir machen. Den was? Den Minenkram können wir uns schon mal kümmern, dass man irgendwie einen Squeezer baut. Minen? Bienen. Bienen! Ach so. Ja, für Squeezer brauchen wir wieder Energie. Ja, da kümmere ich mich sogar drum. Okay, dann baue ich den Squeezer. Ich habe gerade mal gute anderthalb Stacks Sugarcane gefarmt. Okay, ansonsten Redstone wäre vielleicht auch mal ganz günstig, wenn das irgendwie machen Sugarcane könnte. kann man zur Erde machen. Sugarcane kannst du auch zu Büchern verarbeiten. Ja. Ich will aber Erde draus machen. Haha. Dann mach doch Erde draus. Dann gib's mir. Ja, gib's mir. Ich muss leider gerade erstmal meinen Vanillepudding essen. Ja. Dann esse ein Vanillepudding und dann Den gib's mir, Alter. Joghurt, ne? Was? Den Joghurt. Nein, Pudding. Pudding, auch gut. Nein, die ist besetzt. Hey! Ja, dann kann ich das Zeug nicht machen. Was denn eigentlich? Squeeze. Was brauchst du denn für einen Squeezer? Tin und Wasser. Achso. Du kannst schon mal anfangen, ich hab's ja gleich leer. Okay. Ach ja, der ganze Salat hier oben. So ganz Wir leben ehrlich. auf jeden Fall gesund. Einfach nur, weil ich das extrem cool fände, machen wir daraus wirklich ein unglaublich vielstöckiges Teil. Ja, natürlich. Das Okay, ist bis halt die Map haben im Weg ist dann da oben. eben. Außer Und wir gehen noch in die dann, Tiefe, das geht auch. ja, dann machen wir das so. Das Wäre Praktische echt daran ist verlässlich auch. nämlich, wir brauchen trotzdem nur einen einzigen Dings. Wasserresource-Block. Eben. Und davon Das abgesehen Coole sieht ist, das einfach extrem episch aus. das auch, ja. Und was ich mir gedacht habe dabei, wir bauen dann hier so Harvester rein und Planter und die machen dann alles automatisch. Ja, von Stockwerk Ja. zu Stockwerk. Eigentlich. Mit Range-Upgrade halt natürlich. Wie viel Millibuckets ist eigentlich ein Ingot? 144. Okay, Was ist das für eine wilde danke. Zahl? Wir hatten den Müll ausgerechnet. Weiß ich nicht, es passt halt irgendwie ganz gut von den Erzen und so weiter. Okay, dann haben wir, glaube ich, nicht mal genügend. Wieso? Es steht doch da Ja, weil hier wir. Ingots, Nuggets und so weiter. Ja, wir haben jetzt 5 Ingots hin. Aber ich brauche ein bisschen Ich mehr. hab noch 6 Crushed Tin Ore hier liegen. Ja. Also daraus gehört auch nochmal. Und Pulverized Tin Ore habe ich auch noch zweimal. Das heißt, ich habe nochmal Okay. 8 Tin im Inventar gerade. Ja, schmeiß mal rein, dann hole ich ihn gleich. Redstone. Kam der aus Staub oder kam der aus Sand? Ich glaube aus Sand, oder? Glaub aus Ich weiß es Gravel. nicht. Ne, aus Gravel auf jeden Fall nicht. Da hatte ich was gesehen von. Da hatte ich jetzt auch schon ein Stack reingeschmissen. Dann aus Sand, weil Staub war doch irgendwann zu weit. Da haben wir doch irgendwie mal drüber geredet, dass das zu weit war oder so. Wirklich. Also jetzt alles hier in die Smeltery rein. Ja, das ganze Tin einfach mal reinschmeißen. Das verbrauchen wir schon. Okay.
Die Metalle im Ofen sind voll christlich. Mir gerade so aufgefallen. Es? Ja, wir erleiden Höllen, Qualen, um danach in einer besseren, reineren Form wieder aufzustehen. Ja. Ja, es Ostern passt gerade so gut. So, ich wollte genau Redstone. Angry Doll. Es gibt, glaube ich, eine Blaze, ne? Echt? Ja. So Musst einfach. aber in Lava setzen. Ah, schade. Lava Crucible oder in richtige Lava? Nee, Lava Barrel, glaube ich. Also Ja, geht ja auch. Steinbarrel. Lava Barrel, Lava im Holzfass, okay. Stein. Steinbarrel. Also Steinfass. Mist. Da war plötzlich der Boden zu Ende. Das habe ich dir gerade im Kopf Na, zertreten. so. Du kleiner Mieser. Okay. Ja, komm, Aber es komm. sieht schön aus von hier oben, was wir uns da zusammen gebastelt haben. Ist es, genau, das meine ich nämlich. Das macht diesen Charme aus. Vor allem, wenn vier Leute dran bauen, wird das eben nochmal eigen. Perkak aus der Core lege ich einfach mal sicher in eine der Kisten. Weil wenn ich die verliere, würde ich das ziemlich unschön finden. Yay, Bronze. Ach ja, und nochmal das Ganze. Ich merke gerade, es wäre möglich, dass mein Hammer nicht mehr gut genug ist. Wofür? Um Ich? das hier alles in Sand umzuwandeln. Notfalls kann ich dir mit ein bisschen Glück noch einen Hammer hochwerfen. Hier sind noch ein paar. Ja, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich hab's gerade gehört, ja. Ja, schmeiß mal, ich mach den Magnet an. Das sollte eigentlich reichen. Jupp, danke. Das Nice. war aber auch schon am Rand der Grenze. Na, weiß ich gar nicht, das hat irgendwie eine ziemlich große Range. Ich weiß, ich bin da gehüpft und dann habe ich erstmal gesehen, wie es erstmal hier runtergefallen ist und dann erst hochgezogen, langsam, also. Ja, der Magnet braucht einen Moment, um zu aktivieren. Aber ehrlich, das war jetzt schon cool. Ich schmeiß sie erstmal hoch. Okay. Sup. Ich glaube, ich hätte es einfach auf den Boden fallen lassen können. Wirklich. So, 3x7 macht feinen Sand. Und Redstone und was weiß ich was Eigentlich ergibt alles. 7x7 feinen Sand. 3x7 ist noch so ein halb grober Sand. Andererseits, von der Logik her, Redstone Dust aus Dust zu machen, macht irgendwie Sinn. Kann auch sein, aber irgendwie war ich der Meinung. War das nicht so, was wir Redstone wollten und dann. Eigentlich. Also, ich krieg Quarz raus, das ist schon mal etwas. Komm hier zusammen. Obwohl, ich glaube, machen wir doch lieber mit Dust weiter. Weil das sieht irgendwie nicht vielversprechend aus. Naja, mal schauen. Auf der anderen Aber dafür kriegen wir zumindest schöne gecrushte Erze, also. Und Quarz. Ach, das war ein Exotic Seed. Okay. Also ein exotischer Samen. Einfach mal pflanzen. Mal gucken, was rauskommt. Aber ich glaube, den Rest mache ich wirklich mit Staub. Mit das, ja. Weil hier kriegst du wirklich nur crushed Erze raus. Squeeze ist fertig. Okay, gut. Sag mal, willst du immer noch Tin haben, oder? Nö, ich bin eigentlich gut. Obwohl ein bisschen brauche ich noch, ansonsten geht das Ingot hier nicht weg. Wie viel? Ach, keine Ahnung.
In der Regel brauchst du zwei von den Dingern für ein Ingot. Ja, gut, dann schmeiße ich noch eins rein. Ja, da kommt Redstone Dust raus. Achso, dann kann Okay. ich eigentlich lieber auch noch gleich reinschmeißen, einfach weil Ja. dann kommt ja eh noch einer bei Und raus. Glowstone Dust kommt auch raus. Und tausend andere Dusts auch. Wahrscheinlich Gunpowder auch noch. Ja, Boah, denke ich ich will sehen, mal. was das Rote ist. Pulverized Iron, ja, und Aluminium und den ganzen Zeug. So. Redstone brauche ich. Einen hast du gekriegt. Salat. Oh. Lecker, lecker. Überall. Sie invasieren uns, die Salatköpfe. Aber ich sehe nirgendwo Salat. Invasiert. Hast du noch alles im Inventar oder wie? Nee, liegt halt hier überall. Das Feld. Ich rede aber von dem gepflückten Salat. Da musst du Da ist noch hoch. nichts gewachsen. Ich Wie ist hab noch das, nichts was ich gewachsen? geerntet habe, das habe ich schon wieder in Samen umgewandelt. Ach so, Die das? Ja, sag das doch. Mobfarm könnte auch mal wieder geerntet werden. Was ist eigentlich mit dem Markium-Hopper? Da brauchen wir immer noch die Enderpearl für. Ah, stimmt. Da war ja was. Ich wollte es schon nicht mal mehr gesagt haben, weil ich habe mir gedacht, das müsstest du doch irgendwann wissen. Nee, ich habe mir das Rezept nie angeguckt. Vielleicht sollten wir doch noch mal so einen größeren unbeleuchteten Bereich machen. Warum? Ja, nun, Ach Enderman so. kriegen wir so ohne weiteres nicht. Kann man schon machen, ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch vorerst meine Thumbcraft-Basis entfackeln, weil. Ich hätte es jetzt hier bei den Hühnern gemacht, aber gut. Du müsst alles bei den Hühnern machen. Du bist selber bei so einem dummes Huhn. Ey. Das Hey. war jetzt nicht nett. Das nimmst du zurück. Nein. Deep Dann. Tank können wir auch schon claimen anscheinend. Übrigens, der Terrain-Fächer läuft nicht mehr. Ja, weil alles voll ist. Ist es ja eben nicht. Ja doch, die Hälfte, wo der Kram drin ist, schon. Siehst du? Aber hier unten ist doch auch noch. Warum wird denn das unten nicht Weil direkt du nur die gepflückt? eine Hälfte von der Kiste siehst. Was meinst du, die Tanks kann man claimen? Nee. Also ich hab's gerade claimen können. Du kannst das immer. Welche denken? Was denn? Warte. Beim letzten Deep Tank. Den hatten wir schon lange. So, dann habe ich das bloß nicht gepeilt gehabt. Apropos, genau, dieses Three Mile Island können wir auch nochmal machen. Ja, da brauchen wir Graphit für und wo kriegen wir das her? Aus Kohle. Aus Kohle, Ja okay. klar, Graphit ist Kohlenstoff. Hätte sogar ich dir sagen können, dass Graphit aus Kohle kommt. Das Ja, ohne schon, Minecraft aber gespielt zu haben. ich habe halt kein Crafting-Rezept dafür. Ah, okay. Kohle einschmelzen, lol. Jo. Ja, warte. Und Yellowrite Dust haben wir ja. Nicht genug, aber wir haben's. Übrigens, da sind 16 Tin noch mehr drin. Und ich brauche noch mal Redstone. Das kann das wer anders übernehmen? Nein. Nö. Bin gerade sehr beschäftigt. Nutzlos. Ach, da braucht man nur ein Graphit für. Ich mache Ja. jetzt gerade 16. Ups. Kokolores mit der Ohre, sage ich denn nur. Naja, werden wir schon brauchen, oder? Jo, kann geclaimed werden. Ja, für Big Reactors irgendwann mal. Was sollen wir da jetzt nehmen? Von den vier? Also Wo gucken. wird es geclaimed? Hier unten war das, oder? Ja. Netheruran, Plutonium, Yellorium. Nee, Yellorium haben wir genug. 16, 15, ja.
Ich weiß nicht, Nether-Uran? Nee, im Nether werden wir eh sein. Ja. Ob der halt auch normal ist, der Nether? Frank? Ich darf nichts verraten. Aber also ist nicht normal. Ich An sag mal Uran nichts, kommen wir eh noch ich ran, also kein mach nichts Problem. mehr. Wir werden garantiert noch an Uran rankommen. Also Okay. ich nehme Plutonium. Plutonium ist. Nee, Plutonium ist ein Abfallprodukt, wenn du Yellowrite verwendest. Dann nehme ich Rutile. Jo. Okay. Ja, ich nehme auch mal Rutil. Okay, dann nehme ich Yellowrite, beziehungsweise Yellowium. Weil da braucht man recht viel für am Anfang. Permanent Health Increase, Yellow Heart Kanister. Kann man den einfach einsetzen oder rechtsklick oder wie? Ja, oben im Inventar-Tab. Ach Cool. da. Jetzt habe ich 11 Herzen. Boah. Geil. Nicht Ach, schlecht. Rutile Ore ist von Mariculture. Oh, okay. Uff. Ups. Ist nur ein Feuerwissen. Na egal. Und eine gute Reward Bag. Dann mache ich erstmal den Tafel leer. Daraus wird unreines Titan. Und aus unreinem Titan kann man Titan machen. Wahrscheinlich. Ui, ganz, ganz viele Hives. Ui. Echt? Mit ganz, ganz viel meine ich wirklich ganz, ganz viel. Ich glaube, das müssen alle sein, die wir bisher. Und mein Reward Bag hat Morvi Decor Reward. Ich habe die ganzen Oh. Holzsorten wieder. 16 Gas-Tiers. Nice. Das ist gut, ja. Sagen, die Holzsorten mag ich eigentlich sehr gerne, weil ich gerne mit verschiedenfarbigem Holz arbeite, aber momentan bringt es mir wenig. Wird dann schön, wenn man sich mal wirklich was baut, aber. Ich glaube, ich fange Er mal mit räumt dem La eigentlich ständig die Barrels komplett leer. Ja, jawohl. Unglaublich. Frechheit. Ich glaube, ich fange mal mit dem Blood Magic Zeug da an. Das scheint echt cool zu sein. Da bin ich gerade dran. Hä? Ich dachte, ich sollte das machen. Ja, du machst es ja nicht. Ja, weil wir den Diamanten ja noch nicht verwenden wollten. Das war nämlich meine Frage, ob wir die Verma Diamanten verwenden sollen, eigentlich. Bef Das war nämlich genau die Frage, die ich stellen wollte, bevor, nachdem jemand gesagt hat, hey, wir können Reward claimen. Ja. Nee, Diamanten dafür verwenden wäre schon. Es ginge. Alternativ können wir eben diesen Autonomous Activator machen. Und ich glaube, der ist wertvoller. Eigentlich schon. Aber lass mal gucken. Wie ist das denn mit den Quests von dem Teil? Da gibt's keine eigene Questreihe von. Nur so. Ja, keine Ahnung, könnte nützlich sein. Was ist eigentlich die Clockwork Engine? Das war doch so ein Starter-Engine-Ding, oder? Ja, aber da gibt es kein Rezept mehr für aus irgendeinem Grund. Das ist eine Engine, die du mit der Hand aufziehst. Sehr cool, schaue ich nach und mach. Wie gesagt, wenn das Rezept nicht da ist, nehme ich an, die ist irgendwie rausgenommen worden. Ja, von allen Engines gibt es kein Rezept, also schätze ich, es ist ein Bug. Okay. Ja, wir brauchen eine Uhr, eine Piston, Bronzegear. Ja, scheint alles akzeptabel. Ja gut, dann nehmen wir halt die für den Anfang. Und nicht die Pragmatic Dynamos.
Redstone muss ich selber graben, wa? Ich bin gerade dabei. Okay, sehr gut. Nein, Moment, es ist ja schon Dust. Ich wundere mich gerade, warum steht da Dust? Ich mag es abgelenkt hat, darum steht da das drum. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Kein Problem, mache ich gern. Ach, so ein netter Mensch. So, dann sammle den Staub aber gefälligst selber auf. Ja, warte, ich schmeiß nur noch kurz Iron ein. Warte, ist. Nee, da ist nichts drin, gut. Genau da. Yam, yam. Brauchen unbedingt eine Lagerhalle oder so. Ja, sollten wir machen. Ja, Redstone. Das war's. Jo, sind zwei Redstone rausgekommen, sehr gut. Perfekt für meine Engine.